Hallo, hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zur nächsten Runde Let's Build. Folge 18 war angekommen und würde sagen, ich mache jetzt gleich direkt weiter mit den Fragen, weil ich bin ja gestern bei der Frage von der Schneefeier noch stehen geblieben bezüglich Gruselkabinett und so weiter und so fort. Ich kann jetzt aber bezüglich des Baus jetzt hier sagen, dass ich heute ein bisschen, ja, wie man gerade schon sieht, ein bisschen noch auf Details eingehe, dass ich hier und da noch Seitenleisten platziere und noch ein bisschen mit Säulen arbeite, um das Ganze, vor allem den Haupteingang, der dort da im Knick ein bisschen hervorzuheben. Werdet ihr dann gleich sehen, und ich hoffe, dass der ein oder andere diese kleinen Detailangelegenheiten vielleicht übernehmen wird, denn solche kleinen Sachen, weil ich denke mal, bestimmt kommt nachher wieder ein Kommentar, ja, da ist ja nicht viel passiert in der Folge, aber diese kleinen Details machen nachher beim, ich sag mal, Endprodukt, beim fertigen Grundstück doch eine Menge aus. Jetzt sage ich euch. Gut, dann wie gesagt, jetzt weiter mit der Frage von der Schneefeuer 09. Sie schrieb ja noch bezüglich Spukhäuser, Gruselkabinett und so weiter, ob ich da reingehe oder ob ich schon mal in einem drinne war und so weiter. Und ja, in dem einen oder anderen war ich schon mal drin, und auch hier in dem Hamburger Dungeon hier in Hamburg war ich, wobei das jetzt nicht so gruselig war, es ist doch ein bisschen auf, doch, eine Schippe auf lustig getrimmt. Aber da war ich auch drinne. Und ich weiß noch, da war ich auf dem Hamburger Dom und da war auch ein Gruselkabinett. Und das Ganze war auch ein bisschen mit ja, so Illusionen und so weiter aufgebaut. Halt, ja, Täuschungen fürs Auge. So, und dann stand ich vor so einem schönen großen Bild mit einem Mann auf dem Bild. Und ich stand die ganze Zeit davor und ich wusste, das ist nicht ganz koscher, da ist irgendwas krumm. Naja, und als ich den Gedanken dann fertig gedacht habe, schoss plötzlich eine Hand auf mich zu. Ey, ich bin, weiß ich nicht, 2-3 Meter nach innen geflogen. Das war ein Schlüpfersprenger, sag ich euch, alter Vater. Aber sonst habe ich da kein Problem damit, irgendwie da reinzugehen. Ich meine, wie gesagt, gerade hier auf dem Hamburger Dom sind ja schon die ein oder anderen Fahrgeschäfte, so Gruseldinger, wo du halt durchfährst und plötzlich steht einer hinten bei dir auf dem Wagen und so. Ja, dann sag ich, schön, Dach, willst du einen Kaffee? Stört mich persönlich eigentlich nicht so, aber wie gesagt, die Situation vor diesem Bild war schon krass, weil es war halt kein Bild, wie gesagt, da stand halt jemand dahinter und plötzlich griff er halt nach mir. Da kriegt, denke ich mal, schon so der eine oder andere Muffensausen, Schiss und so weiter und so fort. Gut, weiter mit der Frage von der Zauberhexi 2.0. Hi Passi, wie bist du auf den Namen Simsfabrik gekommen? Ich glaube, die Zauberhexe ist eine der neueren Zuschauer, glaube ich fast. Ich hieß ja noch, bis vor ein paar Monaten hieß ich ja gar nicht Sims Fabrik. Ich hieß da ja noch Productions Sims 3. So, und Punkt 1 ging der Name ja tierisch auf den Piss. Punkt 2 kam Sims 4 auf den Markt. Demnach passte Sims 3 nicht mehr so, da ich ja eh nicht mehr Sims 3 gespielt habe, beziehungsweise keine Häuser mehr in Sims 3 gebaut habe. Und dachte mir einfach, da muss was her, und habe da wirklich 2-3 Wochen mich immer mal wieder hingesetzt und überlegt und Notizen gemacht, diverse Namen aufgeschrieben, welche man eventuell nehmen könnte, und habe dann halt nachher mal so aussortiert und geguckt und dachte einfach, Sims Fabrik passt einfach irgendwo, weil ich mache ja auf meinem Kanal hier eigentlich überwiegend nur Sims-Kram und so weiter, hin und wieder ein paar Real-Life-Videos von mir, aber die kommen ja eher selten. Aber im Großen und Ganzen ist das Ganze halt Sims Verbund, natürlich. So, und Fabrik habe ich aber von den Productions dahergeleitet. Produzieren. In der Fabrik produziert man ja auch so, und ich produziere Häuser für euch. So habe ich das Ganze einfach irgendwie zusammengesetzt, und wie gesagt, ich finde einfach, Sims Fabrik passt einfach vollkommen und irgendwo doch auch besser als Productions Sims 3. Ja, das war meine Geschichte, wie ich zu Sims Fabrik gekommen bin. Die Lisa Overtone schrieb, gehst du gern ins Theater oder Kino? Kino habe ich ja letztens erst in der Folge mal angesprochen. Wie gesagt, hin und wieder ja, aber ist halt schweineteuer. Theater gar nicht so. Weiß ich nicht, bietet sich auch selten so die Gelegenheit, aber habe jetzt auch nicht so den Drang, dass ich sage, oh, komm, jetzt nächstes Wochenende gehen wir ab ins Theater. Aber ich glaube, als kleiner Bub war ich hin und wieder mal im Theater, ich glaube schon. Oder im Musical oder was weiß ich. Marinko Jabunczyk, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, schrieb, Passi, bist du im echten Leben Architekt? Nee, ich bin Architekt am PC, hier mache euch die Sims-Häuser, aber im wirklichen Leben Architekt bin ich nicht. Denn ich gehe auch stark davon aus, wenn ich im wirklichen Leben Architekt wäre, hätte ich, glaube ich, nicht so viel Zeit, um euch den ganzen Kram hier zu machen und die Videos für euch zu produzieren und so weiter. Naja, das denke ich schon, dass die Zeit dafür nicht da wäre.
Paola DB schrieb, lieber Passi, eine Frage. Es sind ja schon ein paar Sachen rausgekommen für Sims 4. Mich würde interessieren, was du von den Sachen hältst, die bis jetzt raus sind. Ich nehme mal an, du sprichst von den Erweiterungen, Gameplay-Packs und so weiter und so fort. Finde ich eigentlich alles so im Groben und Ganzen doch schon recht gelungen. Bis auf dieses, was war das, Party-Accessoires oder so ähnlich. Das war jetzt nicht so mein Ding. Ich habe es zwar gekauft, aber so mein Ding war das Game. War das ein Gameplay-Pack? Nee, Accessoire-Pack? Wie auch immer. Auf jeden Fall war das eines der Packs, sowas, was jetzt nicht so auf mich gewirkt hat, sag ich mal, was mich nicht so angesprochen hat. Aber ansonsten im Großen und Ganzen haben sie doch schon recht schöne Sachen bisher so rausgeklöppelt. Hidden Mystery schrieb, ich habe mehrere Fragen. Erstens, was ist momentan deine Lieblingsserie? Ja, da jetzt The Walking Dead Season 6666, sechste Staffel rausgekommen ist, fange ich natürlich auch wieder an zu gucken. Von daher denke ich mal schon The Walking Dead. Magst du Marvel oder DC oder allgemein Comics? Gar nicht so. Was ich jetzt so von Marvel-Sachen und so weiter gucke, was jetzt auch verfilmt wurde und so weiter von den Comics, ist ja so Klassiker halt wie Spider-Man 1 bis 3. Batman eigentlich gar nicht so. Batman gar nicht so. Bin ich nicht so ein großer Fan von. Und ansonsten, nö. Ich weiß nicht, ich bleib dann mal irgendwie auf Spider-Man hängen. Und Comics allgemein, auch in der Kindheit, habe ich auch nicht wirklich gelesen. Schaust du Serien basierend auf Comics? Ja, damals viel. Samstagmorgen. Ja, Spider-Man-Zeichentrick. Aber auch da Batman, ja, aber ich, nur heute die verfilmten Batman-Teile und sowas. Die Real-Life-Filme, sag ich immer. Die schaue ich halt nicht so gerne. Aber damals, so als kleiner Bub, habe ich halt doch das eine oder mal Batman als Zeichentrick geguckt. Magst du Halloween? Oh ja, sehr sogar. Das jetzt auch so seit ja, 2-3 Jahren, glaube ich, als wir dann so unsere richtige Halloween-Party mal gestartet haben und wo es dann doch ins Eingemachte ging, auch was Kostüme verkleiden und so weiter anging. Weil es macht mir tierisch viel Spaß. Ich meine, die einen oder anderen, die mich ja schon länger verfolgen, oder auch das Hausvideo von Willowstone von meinem damals größten Haus hier in Sims 4 gesehen haben. Dort habe ich ja auch über die Halloween-Feier vom letzten Jahr gesprochen, weil das Video ist jetzt fast auf ein Jahr genau, ein Jahr alt. Wie gesagt, habe ich auch darüber gesprochen gehabt und hatte dort auch ein Bild eingeblendet gehabt, wie ich denn letztes Jahr zu Halloween aussah. Da habe ich mir so eine Halbglatze gemacht, halt sie jetzt nicht abrasiert, sondern halt mit so einer Haube, die habe ich mir halt halbiert und dann in die Haare geklemmt, sodass ich halt ne, rechts halt eine Glatze hatte. Ich habe mir Hörner angesetzt, dann die rechte Seite, wo halt die Glatze war, komplett auch übers Gesicht, alles mit Wunden, alles offen, alles selbst modelliert und so weiter und saß dann eben 3 Stunden dran. Und das war noch schnell, hatte ich auch im Video erklärt gehabt, weil ich hatte tierischen Zeitdruck, weil ich ja mit Organisator war von der Party und musste mich halt beeilen, dass ich pünktlich da bin und wir hatten so lange gebraucht, um das Ganze zu dekorieren und so weiter. Ja, demnach war das Ganze einfach nur dahin geklatscht irgendwo, aber ich habe vor dieses Jahr, machen wir keine große Party, also immer dieses Jahr werde ich wahrscheinlich zu Halloween hier in Hamburg in eine Karaoke-Bar gehen, da soll eine große Halloween-Party sein und dort werde ich mal gucken, als was ich da mich denn Schönes irgendwie vergenusswurzel, oder ich gehe einfach so als Bussi, reicht auch, ist gruselig genug. Nee, da werde ich mal schauen, was ich da machen werde. Ich habe tierisch Bock, wieder mich wieder irgendwie richtig schön fertig zu machen. Weil ich meine, letztes Jahr bin ich verkleidet zum Kiosk gegangen und habe erstmal eine Flasche Schnaps umsonst gekriegt, weil er das Kostüm so krass fand. Und so, ja, Dankeschön, nehme ich mit, kann ich gut gebrauchen für heute Abend. Tschüss. Ja, nee, ich mag Halloween wirklich, wirklich total. Ich würde sogar auch echt mal gerne Halloween in den Staaten mal verbringen. Ein Halloween und mal gucken, wie das Ganze da abläuft. Nur ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Dieser Schreiner schrieb. Was habe ich gerade gesagt? Lisa Schreiner. Jetzt haben wir es. Ich habe eine Frage an dich. Und zwar, wieso spielst du nicht mit Sims, sondern baust nur Gebäude? Ja, weil mir so das Gameplay so an sich, es liegt mir nicht so. Ich bin auch gar nicht so der große Zocker. Dass ich jetzt sage, ich spiele jetzt stundenlang und mache meine Familien und wirtschafte die hoch und so weiter. Nee, dann ja. Setze ich mich lieber hin und baue meine Häuschen. Es liegt mir einfach mehr. Ist halt so meins.
Yves Saras Sido, irgendwie so. Hey ho, Passi. Erstmal, ich liebe deine Videos und du inspirierst mich immer zu neuen Bauwerken. Das freut mich zu hören, denn das ist natürlich auch mitunter Ziel meines Kanals hier. Damit ihr halt auch ein bisschen vorankommt mit euren Häusern. Und jetzt eine Frage zu einem sehr ernsten Thema. Was hältst du davon, wenn du über die Straße läufst und du siehst, wie 11- bis 13-Jährige rauchen? Da frage ich mich nur einfach nur, ja, wo ist die Erziehung hin? Ich glaube, dieses Thema oder so ein ähnliches Thema hatte ich bereits in einer anderen Let's Build-Serie von mir. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich frage mich, wie gesagt, echt, wo ist da die Erziehung hin oder in welchen Kreisen, ja, halten sich diese, ja, doch, ich sage jetzt mal, Kinder auf, weil kann es nicht sein. Vor ein paar Wochen erst bin ich vom Einkauf gekommen und da wurde ich auch von einem, wie alt war der, 14, hat er mich gefragt, ob ich Gras hätte oder eine Zigarette und so weiter. Und habe ich auch nur gesagt, entweder machst du jetzt ganz schnell die Biege oder ich hole die Polizei, weil sowas kann einfach nicht sein. Sowas, nein, muss nicht sein. Ich bin da strikt natürlich komplett gegen. So, das war's auch wieder für diese Folge. Und bevor ich jetzt wieder stundenlang in einem Blackscreen laber, sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder und euch hat die Folge Spaß gemacht. Gebt mir gerne ein Däumchen nach oben und ich bin momentan dabei, hier zu planen wegen dem Video für die Petition, was den Stileditor angeht. Also, ne, da ordentlich dranbleiben. Hoffentlich bis morgen wieder 18 Uhr. Macht es gut und euch noch einen schönen Wochenstart. Macht's gut. Tschüss.